Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Ich habe heute mal die Kamera getauscht, damit der Ton für dieses Philosophie am Samstag Video etwas besser wird. Und ich befinde mich hier mitten im Central Park, wo es mir richtig gut geht. Ich bin ja ein absoluter Naturbursche und wo man echt so ein bisschen entspannen kann von all diesen ganzen New Yorker Skyscrapers, die hier überall drumherum auch stehen. Und ich dachte mir, Jonathan, ne, wo wir gerade doch mal in New York sind, machen wir doch mal ein Philosophie am Freitag zum Thema The American Dream. Ich habe dazu, glaube ich, sogar schon mal ein Video gemacht, aber mittlerweile natürlich andere Erkenntnisse. Ab und zu ändere ich natürlich auch immer mal wieder meine Meinung, je nachdem, was ich wieder dazugelernt habe oder welche Erfahrung ich gemacht habe. Und man muss natürlich auch immer wissen, der Kanal wächst und wächst und wächst. Es gibt viele Leute, die die alten Videos noch gar nicht kennen und deswegen wiederholen sich ab und zu natürlich auch Themen. Aber grundsätzlich, es geht heute darum, was ist eigentlich der American Dream? Was hat er in der Vergangenheit bedeutet? Wie haben sich die Maßstäbe in Bezug darauf verschoben? Und dann im Endeffekt natürlich um die spannende Frage, ja, ist er denn noch heutzutage realistisch? Und kann man ihn denn überhaupt nur hier in Amerika erreichen? Oder kann man ihn auch in Deutschland erreichen? Und jetzt denkst du erstmal, okay, was ist denn das für ein Schwachsinn überhaupt, den du da schon wieder laberst, ja? Hast schon wieder deine Flagge irgendwo hinten dran, ja? Mit der du irgendwie rumschwingst. Nein, die habe ich heute nicht mit, aber dazu komme ich dann später noch. Es geht einfach um eigentlich geht es um einen Menschen und um ein Weltbild, wo du den Glauben hast, dass du durch Freiheit, Eigenverantwortung und gleiches Recht für alle und gleiche Chancen auch für alle dein Leben verbessern kannst. Und die Betonung liegt hier ganz klar auf einer Verbesserung deines Lebens. Das heißt, diese vom Tellerwäscher zum Millionär oder wie in Englisch es heißt, from rags to riches, das ist sozusagen die Endstufe, die übertriebene Form von diesem amerikanischen Traum, wenn es halt richtig, richtig gut läuft. Aber historisch, aus dem historischen Kontext, ist das nicht das, was damals die Founding Fathers in dieser Unabhängigkeitserklärung zusammengefasst haben, sondern es war eher so, dass es ja aus einer Situation, aus Kriegen und so weiter hervorging, dass jetzt die Leute mal die Chance haben, endlich in Ruhe gelassen zu werden und sich selbst etwas aufbauen können. Und zwar egal, wer sie sind, egal welche Hautfarbe sie sind, weil vorher gab es ja noch die Sklaverei. Beispielsweise einer der Founding Fathers, einer der berühmtesten, Benjamin Franklin zum Beispiel, der hatte in seinen jüngeren Jahren selbst noch Sklaven. Zwischendurch war er dann aber in Frankreich und in anderen Ländern, hat sich immer weitergebildet. Benjamin Franklin, einer der interessantesten Persönlichkeiten, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Und der ist dann später ein Abolitionist geworden, also hat dann mitgeholfen, die Sklaverei im Prinzip abzuschaffen. Also egal, wo du herkommst, ist der Spruch, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, ob du reich bist, egal, ob du arm bist, egal, welche soziale Schicht du hast und so weiter, du hast sozusagen die Chance, hier dein Leben zu verbessern. Und das ist auch genau das, was damals hier der Fall war. Stell dir mal vor jetzt, du kommst aus einem Land, nehmen wir mal hier 1848, Deutsche Revolution, wo ja eine gesellschaftliche Struktur vorherrschte, die ganz klar auf Hierarchien und auf Aristokratie ausgelegt war. Das heißt, war deine Familie reich, warst du Adliger, bist du auch reich geworden und geblieben. Aber jemand, der sich im Prinzip von unten nach oben gearbeitet hat, der war sehr, sehr, sehr selten. Und dann sind viele Deutsche übrigens auch nach der Revolution, die ja zum großen Teil gescheitert ist, eingewandert hier in die USA. Und jetzt stell dir mal vor, das Erste, was du hier gesehen hast, als du nach New York gekommen bist, weil damals gab es ja noch keine Flugzeuge und so. Das Erste, was du gesehen hast, war halt diese Freiheitsstatue, wobei die, glaube ich, noch nicht 1848 da war, sondern erst ein bisschen später kam. Aber von vielen Einwanderern ist das Erste, was sie gesehen haben und dass diese Freiheitsstatue auch dieses Sinnbild für diesen American Dream. Ja? Hier können wir im Prinzip das erreichen, was wir erreichen wollen. Hier werden uns keine Schranken mehr in den Weg gelegt. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich diese Flagge mir geholt habe. Weil mir diese Idee so gut gefällt. Dieses, hey,
Du kriegst nichts von uns, außer die Möglichkeit, das, was du mit deinen Händen hart erarbeitest, zu behalten. Und wir halten dich nicht davon ab. Das ist es, was ich an dieser Idee so geil finde. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Trump-Fan bin oder ein Fan vom Irakkrieg oder irgend so ein Schwachsinn, der dann behauptet wird. Sondern es geht mir nur um diese Idee. Und weil ich die halt so lebe, das ist der Grund. Aber damals waren die Maßstäbe ganz andere. Damals waren, wie gesagt, die Leute froh, sind irgendwie aus dem Krieg gekommen, was ja natürlich heute auch noch viele tun. Aber insgesamt waren die Einwanderer damals mit ganz anderen Maßstäben hergekommen. Das heißt, denen ging es eher darum, endlich mal sich ein bisschen was aufzubauen, was sie dann behalten dürfen, was ihnen nicht gleich wieder weggenommen wird, um dann vielleicht für ihre Kinder und Nachfolgegenerationen etwas behalten zu können. Okay? Natürlich sind einige dabei auch extrem wirklich, wirklich reich geworden. Ja? Guckt euch die ganzen Leute an wie Carnegie und Sam Walton, Woolworth. All diese ganzen Beispiele kennen wir natürlich. Übrigens sehr häufig eben Leute, und das ist halt ein Punkt, der in Amerika immer noch zu beobachten ist, die nicht reich geerbt haben, sondern eben tatsächlich aus sehr, sehr, sehr ärmlichen oder normalen Verhältnissen sich ganz nach oben gearbeitet haben. Und damals aber, ja, wo viele Leute hergekommen sind, war das überhaupt gar nicht in deren, so von wegen finanzielle Freiheit, nicht arbeiten müssen und so. Das war eher nicht auf deren Agenda, sondern einfach nur ein bisschen was zu haben, was sie dann behalten können. Und das hat sich natürlich jetzt mittlerweile verschoben. Die Welt ist insgesamt viel, viel, viel reicher geworden. Die Ressourcen sind überall viel, 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 viel nutzbarer geworden für alle, auch für arme Leute, ja. Und somit haben sich natürlich auch die Ansprüche und die Maßstäbe nach und nach verschoben. Und heute verstehen die meisten von uns unter dem American Dream, okay, dass ich etwas tun kann und Wert schaffen kann, davon selbst profitiere und dann auch vielleicht sogar Millionär oder finanzielle Freiheit erreiche. So, jetzt muss ich mal kurz die Hand wechseln. Und wo wir gerade beim Thema Vergleiche waren und so weiter, ist es auch ein ganz interessanter Punkt, was der American Dream eben nicht ist. Und dazu kommen wir am Ende dann noch zum Fazit und so. Der American Dream ist nämlich nicht das Versprechen auf schnellen Reichtum. Das ist der sogenannte California Dream. 1849, wo man angefangen hat, in Kalifornien Gold zu entdecken. Und dann ganz viele Leute auf einmal auf die Idee kommen, wow, da will ich jetzt auch mitmachen. Ich verkauf meinen ganzen Ochsen, Karren und alles, was ich habe und hol mir da ein paar Schippen und reise nach Kalifornien, um ganz, ganz, ganz schnell meinen Claim abzustecken und durch Gold reich zu werden schnell. Das war der California Dream, hat aber nichts mit dem ursprünglichen American Dream zu tun, dass du halt langfristig Werte schaffst und dadurch reich wirst. Und das finde ich auch sehr interessant, wenn man die Vergleiche zieht zu heute, ja, die ganzen Goldgräber von damals, da sind nur sehr, sehr, sehr wenige reich geworden. Und die Leute, die aber langfristig den American Dream verfolgt haben, sind sehr reich geworden teilweise. Und auch heute, wenn man das aufs Heute überträgt, ja, guck dir die Forbes-Liste der reichsten Leute an. Da sind eben wenig Erben dabei und da sind wenige Trader und Goldgräber dabei. Ja, sondern vor allem langfristig denkende Unternehmer, egal ob aus Spanien, egal ob aus Amerika, aus Deutschland und Investoren. Und eben nicht die, die dem California Dream hinterhergerannt sind. Und ein anderer Punkt hier, ich habe mir ja meine Notizen gemacht, ist eben, dass der American Dream auch nicht das Versprechen auf irgendein Ergebnis ist. Also nach dem Motto, wenn du dich hart anstrengst und hart arbeitest, dann wirst du reich. Das ist eine falsche Voraussetzung, eine falsche Illusion, weil nur hart arbeiten und viel tun ist ja keine Garantie dafür, dass du es dann schaffst. Das heißt, wenn ich mich den ganzen Tag hinstelle und irgendwie arbeite und nicht reicher und reicher werde, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, der American Dream is dead, weil es geht ja nur um die Voraussetzung, um die Chance, durch harte Arbeit reich zu werden. Das heißt, du musst natürlich trotzdem in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Mehrwert erschaffen. Nur wenn du halt am Markt irgendetwas etablieren kannst
oder irgendeinen Prozess effizienter gestaltest oder einer Menge Menschen eine Menge Zeit sparst beispielsweise. Nur dann, wenn du also auch wirklich etwas tust, was andere Leute nachfragen, nur dann kannst du halt mit harter Arbeit zum American Dream kommen. Und auch dann gibt es natürlich immer noch keine Garantie dafür. Es ist nur so, dass dir die Schranken im Prinzip dafür ja nicht mehr vorgehalten werden, sondern dass du es halt selber erreichen kannst. Und dazu ein kleines Beispiel, was ich damit meine, das habe ich auch vorher mit Jonathan noch besprochen. Erstens das Thema Lizenzen. Das sind zum Beispiel so typische Schranken, die Leuten heutzutage in den Weg gelegt werden, damit sie, oder nicht damit sie, also die Intention davon kann gut sein, aber es hindert die meisten Leute, gerade die armen Leute, daran, emporzukommen. Und hier Beispiel Planet Money. 1950er Jahre ungefähr war einer von 20 Jobs im Durchschnitt hier lizenzierungspflichtig. Das heißt, du musstest eine Ausbildung, eine Lizenz erwerben danach, um dann irgendeine Dienstleistung anzubieten und so weiter. Und heute ist es schon einer von 3. Und da war halt das leider sehr traurige Beispiel von einer Einwanderin aus Sierra Leone, die ganz arm halt nach Amerika gekommen ist und im Prinzip nichts konnte, außer irgendwelchen Leuten die Haare flechten. Aber das konnte sie sehr gut und hat sie über Wasser gehalten. Also war im Prinzip der erste Schritt hin zum American Dream und sich was aufzubauen. Bis es dann auf einmal hieß, ja, du brauchst eine Lizenz dafür, um anderen die Haare zu flechten. Und die kostet leider $16.000. Und somit war dann der American Dream schnell ausgeträumt. Ja? Und das ist ein Problem. Also dieses offensichtliche Hindernis, dass man Leuten eben nicht die Möglichkeit gibt. Weil jemand, der sich diese 16.000 Euro leisten kann oder Dollar, der wird natürlich kein Problem haben, die Lizenz zu machen, aber ein armer Mensch nicht. Ja? So, und das ist ein Problem. Jonathan hat aber auch noch was viel Spannenderes angesprochen, und zwar auch gesellschaftliche Hürden, die heutzutage dem American Dream entgegenstehen. Zum Beispiel, dass wir einfach unglaublich satt bereits geworden sind, die meisten von uns. Und dass wir einfach auch so eine Art Anspruchsdenken haben, als könnten wir mit weniger Arbeit, mit weniger zu tun, reich werden. Aber das ist natürlich nach wie vor nicht der Fall. Es ist zwar viel einfacher gemessen an den Möglichkeiten als früher. Viel, 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 viel einfacher, weil wir ja unglaublich viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Und das ist auch ein unglaublicher Trugschluss, meiner Meinung nach, den diese ganzen Reichtums- und Armutsforscher, also Armutsforscher in erster Linie, Reichtumsforscher gibt es ja leider nur sehr wenige, ja, haben in ihren ganzen tollen, schön zusammengefassten Studien und so weiter, wo sie immer sagen, es gibt schon so viele Reiche und die nehmen im Prinzip den ganzen Kuchen für sich. Und wegen dieser Ungleichheit können die anderen nicht nach vorne kommen. Und das ist natürlich dieser Nullsummengedanke, der genau einen selbst dann daran hindert, selbst nach oben zu kommen. Bestes Beispiel ist hier Jeff Bezos, der immer selber sagt, ohne die vorherige Infrastruktur, die es bereits gab in der Logistik, in den ganzen Straßen, also überall die Möglichkeit für Amazon zu wachsen, ohne diese vorherige Infrastruktur wäre es halt Amazon nie möglich geworden, so zu prosperieren und ihn so reich zu machen. Und das bedeutet, der Reichtum der anderen, die irgendwann mal diese Straßen gebaut haben und diese Infrastruktur erschaffen haben, hat wiederum das Reichtum des anderen hervorgebracht. Und was bedeutet das? Der Reichtum von Jeff Bezos bei Amazon hat wiederum mir auch geholfen, auch mehr aufzubauen. Ohne Amazon, ohne Facebook, ohne Google und YouTube und so weiter, wäre es zum Beispiel für mich viel, 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 viel schwieriger gewesen, auch mehr und mehr Wohlstand aufzubauen. Und genauso ist es für viele Zuschauer hier. Ja, es gibt natürlich immer auch ein paar Pessimisten, das ist vollkommen okay. Aber genauso für viele Zuschauer hier, die jetzt Informationen über diesen Kanal, über andere Kanäle, über Bücher beziehen, ist es auch für diese Menschen leichter, wiederum zu profitieren, weil eben andere schon auch Wohlstand aufgebaut haben. Das heißt, diesen Nullsummengedanken, das ist das Erste, was man vergessen muss. Und das ist halt das Problem, was Jonathan vorhin angesprochen hat, dass du in deinem Umfeld sehr häufig halt Leute hast, die sagen, hä, was? Gib dich doch zufrieden mit deinem VW Golf. Komm doch mal lieber jetzt noch mal mit saufen. Und wenn du aber diesem Traum hinterher eiferst, du eigentlich sehr viel gesellschaftlichen Gegenwind
bekommst aus deinem Umfeld. Das heißt, es gibt natürlich nicht nur Hürden in Bezug auf finanziellen Geschichten oder Lizenzen, sondern auch gesellschaftliche Probleme, die dich an diesem Traum hindern. Und da musst du halt einfach durchgehen. Das heißt, egal welche Hürden es auch gibt, auch wenn sie noch so schwer sind, muss man darüber hinweg. Und dann ist auch heutzutage noch dieser Traum möglich. Und das klang jetzt so ein bisschen negativ, weil insgesamt gesehen, wenn man es vergleicht mit den Bedingungen damals, vor 100 oder vor sogar 200 Jahren, dann ist es heute natürlich viel einfacher, den Traum zu leben und nach vorne zu kommen. Es haben sich, wie gesagt, nur die Maßstäbe und die Ansprüche verschoben. Viele Leute sind sich auch, die ich persönlich kenne, die ich von früher irgendwie noch kenne und mit denen man sich trifft, die sind sich, wenn ich so die Gespräche mitverfolge, die sind sich sehr häufig zu schade, gewisse Dinge zu tun, die, wo ich ganz genau weiß, aber notwendig sind, getan werden zu müssen. Da unterhältst du dich einfach mit jemand, der irgendwie gerade was studiert oder aber abgebrochen hat, weil er sich nicht mehr leisten kann. Und du sagst dann, ja, warum hast du dir nicht noch einen Nebenjob geholt, irgendwie als Kellner oder irgendwas anderes gemacht? Ja, ich habe nicht so einen Nebenjob gefunden. Und wenn ich das immer höre, so, hä, du hast keinen Nebenjob gefunden, was soll denn das heißen? Naja, ich habe mich da und da beworben, aber die wollten mich nicht. Dann habe ich mich noch dort beworben, habe aber gemerkt, da wollte ich aber nicht arbeiten. Und dann sage ich so, nee, du hast da irgendwas falsch verstanden. Ja? Du musst erstmal die Voraussetzungen dafür überhaupt schaffen, dass du dir irgendwann aussuchen kannst, was du arbeitest und so weiter. Aber du kannst doch nicht einfach am Anfang den Anspruch haben, nur die beste Arbeit zu machen und einfach von Anfang an dir den goldenen Löffel in den Mund stecken. So funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, viele Leute haben auch das Problem, nicht nur, dass einerseits die Gesellschaft ihnen sagt, was soll der Scheiß, komm, wir gehen lieber ein Bier trinken und arbeite doch nicht immer so hart und so weiter, sondern auf der anderen Seite, du selbst einfach sehr häufig dir zu schade bist, irgendwelche Dinge zu tun. Ja, einfach von unten einfach auch mal anzufangen und nicht immer nur rumzugrübeln und rumzudenken, dass du jetzt irgendwie entdeckt wirst von der großen, weiten Welt und dann ganz groß rauskommst. Ja. Und das ist nochmal der größte Widerspruch, der bei mir mich so lange zurückgehalten hat, war im Endeffekt, und das ist so meiner Meinung nach auch das Schlimme allgemein an dieser Gesellschaft, wenn man sich anguckt, welche Menschen wir am meisten bewundern gesellschaftlich. Und wo auch meine größte Diskrepanz zu den Menschen ist, die ich bewundere und die von anderen bewundert werden, dann sehen wir, wer ist der klassische Held, der sich nicht nur in einem Hollywood-Film ausdruckt, sondern auch in dem, was wir tatsächlich als Helden sehen. Der klassische Held ist der, der den anderen Menschen natürlich hilft. Das heißt, er geht nicht seinen eigenen Zielen nach, sondern er geht den Zielen von anderen nach. Und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die wunderbar mit dem eigenen Ziel vereinbart werden kann. Das heißt, ich kann selbst meine Ziele verfolgen, aber im American Dream kann ich ja auch nur selber erfolgreich werden, wenn ich anderen helfe, was ich ja vorhin gesagt habe. Hier kommen wir wieder dann zu dieser Sperre, lass mal hier lang gehen. Das heißt, das ist noch nicht das Problem. Was ich als Problem sehe, ist, dass die wirklichen Helden, die wir wirklich bewundern, nicht nur die Menschen sind, die anderen Menschen helfen und ihre eigenen Ziele vernachlässigen, ist, dass sie sich dafür aufopfern müssen. Ein Held, guckt euch einen Film an, guckt euch die Mutter Teresa und alle Helden unserer Zeit an, sind immer die Helden, die nicht nur sich für andere einsetzen, sondern die dabei noch sich selbst opfern. Und das ist in meinen persönlichen Augen eine unglaubliche Perversion. Warum muss man sich selbst aufopfern, um anderen zu helfen? Und das führt aber wiederum, wenn man jetzt dieses gesellschaftliche Bild, was ganz klar etabliert ist, gegensetzt gegen dieses, ich will jetzt selbst mir Wohlstand aufbauen, dann kommt man immer wieder zu diesen Dissonanzen und ist immer wieder im Widerspruch und hält sich selbst immer wieder zurück, weil man ja immer wieder gesagt bekommt einerseits und andererseits sich auch selbst einredet, das, was ich hier eigentlich mache, ist vielleicht für meinen eigenen Vorteil gut, aber gesellschaftlich verpönt oder gesellschaftlich nicht gut, weil ich mich ja nicht für andere aufopfere, sondern weil ich meinen eigenen Träumen hinterherlaufe. Und wenn man aber dann irgendwann rafft, dass es einfach nur Bullshit ist,
dass es einfach nur ein gesellschaftliches Ideal ist, was irgendein Vollhorst mal irgendwann erfunden hat, der ein relativ pessimistisches und negatives Weltbild hatte und einfach sagen kann, hey, ich mache jetzt einfach meine eigenen Regeln, ich werde jetzt einfach mein eigenes Gesellschaftsbild entwerfen und meine eigenen Träume, meine eigenen Ziele verfolgen. Und wenn man merkt, hey, dann geht es nicht nur mich besser, geht es nicht nur mir besser auf einmal dabei, sondern komischerweise kann ich damit auch viel mehr andere Leute anstecken und andere Leute begeistern und anderen Menschen helfen, dann kann man auf einmal sagen, hey, fuck you, ja, in typischer New Yorker Art und Weise, und kann einfach sein Ding durchziehen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die man auf dieser Reise halt, ja, für sich erkennen muss. Jetzt habe ich aber genug gelabert zum American Dream insgesamt. Jetzt sind wir hier auf so einer kleinen Brücke im Central Park noch. Mein Arm fällt schon fast ab. Ja, also vielleicht muss ich mich doch ein bisschen noch aufopfern hier für euch. Und bin gespannt natürlich auf das, was ihr zu diesem Philosophie am Samstag heute mal sagt. Und freue mich natürlich auf eine spannende Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao.